So, und damit willkommen zurück zu Forspoken Teil 3. Wir machen weiter wie Forspoken. Ich habe die Spiellautstärke mal ein klein wenig angepasst nach oben. Oh, da wollen wir noch mal schauen. Ruhe dich aus. Ach, müssen wir noch. Da bin ich losgelaufen, ohne vorher zu pennen. Hier sollten wir in Sicherheit sein. Gut. Ich bin fix und alle. Klingt nach Ärger. Ja, und nach allem, was wir bisher gesehen haben, solltest du äußerst vorsichtig sein, falls du planst, Nachforschungen anzustellen. Blau. Shit! Was ist denn das? Ist dieser Bruchschild da auch schuld? Ich glaube ja. Er verdirbt alles, was er berührt, bevor er es komplett zerstört. Los jetzt! Lauf weg, solange du noch kannst! Dann mal raus aus die Bude. Oh. Daneben. Was jetzt? Nun, als erstes sollten wir wohl weglaufen. Nee, ich glaube nicht. Weglaufen, weglaufen ist nicht. Ja, zu spät. Ausweichen, magischer Parcours, da 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 da, genau. Hey, was zum Teufel macht ihr jetzt? Wir erkämpfen eine Option. Wie soll ich denn gegen den scheiß Drachen kämpfen? Ein Koloss wie dieser muss eine Schwachstelle haben. Ich hab schon gefunden. Die leuchtende Stelle am Bauch. Au! Ahne die Aktionen des Gegners voraus. Vorsicht! Sieht aus, als würde er gleich zubeißen. Hast du was gesagt? Niemand kann wirklich nicht. Au. Komm schon. Na los, stirb schon endlich. Ich fürchte, unser kaltblütiger Freund ist immer noch bei bester Gesundheit. Was hast du denn? Bist du versteinert? Ruf denn nach. Volltreffer. Nichts Gutes, oder? Eher nicht. Geh besser in Deckung. Und zwar schnell. Wow. Hast du
das gesehen? Es wurde auch Zeit, dass meine harte Arbeit sich bezahlt macht. Du machst das gut. Weiter so. Okay, nächste Kampfphase. Okay, nichts wie. Das Tor ist offen. Jo. Na, ob wir den los sind? Ich weiß gar nicht, wo ist jetzt, weil es so staubig ist oder wegen dem scheißen Sturm? Okay. Glaubst du, der Drache ist tot? Nun, die Trümmer haben ihn begraben, also... Dann mal los. Gucken, ob wir noch irgendwas haben. Hier gibt's wohl keine Monster. Warst du auf körperliche Ertüchtigung aus? Du kennst mich aber schlecht. Ah, die nehmen wir noch mit. Toll, schon voll. Hoppla. Teleportieren kann sie ja auch noch. Hat nicht mal einen Kratzer. Loslegen, wenn ich soweit bin, Alter, okay? Über dir! Ja, weg ist er. Bleib wachsam. Denk nach, wo er der nächste Angriff vollkommen wird. Oh. Er greift wieder an. Au! Piss dich, Alter! Alter Schwede. Ach du Scheiße.
keine Zeit für eine Pause. Bleib in Bewegung. Autsch. Ich denke, dieser Kampf ist nicht gewinnbar. Du weißt, dass es kein Entkommen gibt, oder? Hast du einen Plan? Ja! Mich hier rauszufinden! Ich würde sagen, nicht runterfallen. Wenn du abstürzt, stirbst du! So schaut's aus. Sterben muss ich sowieso, Arschloch! Das ist spannend! Geht es dir gut? Ich glaube schon. Ach, da hängen wir ja. Heiliger Bimbam. Dort oben scheint eine Botschaft zu sein. Na, hoffentlich ist sie nicht auch verlassen. Du wirst es nie erfahren, wenn du nicht selbst nachsiehst. So viel zum Drachenkampf. Oh, oh, hey. Hey! Hier drüben! Oh, wir haben's geschafft. Hey, was? Na toll. Los, Monster! Hey, du Sack von wegen, Monster! Das Monster spricht! Natürlich spreche ich und jetzt nimm dein Stecken weg, du Troll! Geh! Die Umgangssprache ist geil. Ja, du, nimm dein Stecken weg, du Troll. Wo sind wir hier? Diese Stadt heißt Sipol. Warum kann ich die verstehen? Meiner Erfahrung nach haben die Sprachen verschiedener Dimensionen oft vieles gemeinsam. Okay, so genau will ich's gar nicht wissen. Ruhe! Weiter schurkeln! Ach, war ja klar. War ja klar, schon wieder in Gericht. Sachte! Ruhe! Ruhe! Wer bist du, Kind? Wer bist du? Du solltest dich hier besser im Zaum halten, Frey. Keine Sorge, ich bin total im Zaum. Du scheinst den Ernst der Lage zu verkennen, fürchte ich. Ich habe schon engere Kurven gekriegt, nur damit du es weißt. Also halt den Rand und überlass mir das Reden, klar? Seht ihr das? Sie spricht mit einem Unsichtbaren. Schmiedet sie Kabale mit Dämonen? Was? Nein! Oh. Und wer sagt schon Kabale? Ich hätte gern, dass du Ratsfrau Belletts Frage beantwortest, Kind. Mein Name ist Frey Holland. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Ich bin erledigt, ich habe Hunger und ich will einfach nur nach Hause, Mann! So seltsame Kleider, woher kommt sie nur? Hell's Kitchen. Hört ihr? Sie ist des Teufels! Wie sonst hätte sie die Verderbnis überlebt? Bitte. Wie hast du die Verderbnis von Junoon unbeschadet durchqueren können? Unbeschadet? Ja genau, Alter. Völlig klar, sie ist die Verderbnis in Menschengestalt. Wir müssen sie hinrichten, unverzüglich! Warte, was? Nein, das gibt's nicht. Ich weiß ja nicht mal, was passiert ist. Bitte, hört auf mich. Ich glaube, wir brauchen sie. Wer wünscht es, vor dem Rat zu sprechen? Verzeiht mir, ich bin Orden Keen. Diese Frau hat die verdorbenen Lande unbeschadet durchquert. Wir könnten viel von ihr lernen.
Wir haben ihr nur das Schwert vorgehalten. Vielleicht reichen wir ihr nun die Hand als Freunde. Gute Idee. Wenn du dem Teufel die Hand reichst, wird er hineinbeißen und die Verderbnis wird in deinen Adern brennen. Nein, der macht einen Vertrag. Wir müssen der Gefahr sofort begegnen. Hohe Ratsfrau Bellett, bitte. Sowohl Orden Keen als auch Ratsherr Janesh brachten gute Argumente vor. Der Rat ist sich uneins. Daher soll an diesem Tag kein Blut vergossen werden. Aber lass dich warnen, Kind. Erweist du dich als Bedrohung, müssen wir dich eliminieren. Bringt sie in den Turm von Binoy. Bitte, Ratsfrau Bellett, das Urteil ist zu harsch. Die Sitzung ist vertagt. Sie hat uns nichts getan. Was? Turm von Benoit? Was ist denn das bitte? Vermutlich ein Gefängnis. Bitte! Was? Auf keinen Fall lass ich mich wieder einsperren! Lass mich los! Lass mich los! Die Griffe weg, Arschloch! Nein! Au. Immer werden wir hier verprügelt. Das ist ja wie in der ersten Folge. In den Kaninchenbau, somit abgeschlossen. Yay, Level. Kapitel 2, gestrandet. Aufstehen. Steh auf. Steh auf. Steh auf, steh auf, steh auf. Hör zu. Ich steck in einem blöden Mittelalter-Knast fest und komm nie mehr nach Hause. Lass mich einfach in Frieden sterben. Wenn du das Zeitliche segnest, ende ich als bloße Grabbeigabe. Das ist nicht mein Problem. Einem Arm, hast vergessen. Einfach die Klappe. Weißt du was? Ich hab das alles nicht verbockt. Der ganze Mist ist deine Schuld. Mir, warum es meine Schuld ist? Halt endlich die Klappe! Bitte. Wie du meinst. Ich könnte ein bisschen Ruhe vertragen. Fantastisch. Ich will kein Wort mehr hören. Ja, da könnte ich so lachen. Einmal. Oh Mann. Ich bezweifle, dass du da hindurchschlüpfen kannst. Sag bloß. In Scheibchen passt man da durch. Shit, klar, abgeschlossen. Shit, das bringt doch nix! Hat der Pisskübel dir etwas getan? Nein. Weißt du was, du aber. Wegen dir kann ich nie mehr zurück nach... New York? New York. Ist nicht so schwer zu merken. Schwerer zu merken als Armberge. Wenn ich mich recht entsinne, warst du nicht gerade frohen Mutes, als unsere Wege sich erstmals kreuzten. Ich verstehe nicht ganz, warum du unbedingt zurück willst. Weißt du was dann? Benutze ich eben Magie, um hier rauszukommen. Deine Fähigkeiten zur Schau zu stellen, ist keine gute Idee. Wieso? Die Leute wittern eh schon Kabale mit Dämonen. Aber für Ketzerei werden sie dich erhängen. Was, wie in Salem oder so? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. So wie... Wir haben es auf deine Art gemacht, jetzt eben auf meine. Magie! Herrlich. War ich das etwa? Schnell, zieh den an. Wer ist da?
Ich werde dich befreien, aber nimm den Umhang und tu, was ich dir sage. Okay. Wusste ich's doch, die kennen wir doch. Aus dem Gerichtssaal von eben. Okay, erledigt. Du. Du warst vor Gericht auf meiner Seite. Warum tust du das? Weil ich dir glaube. Doch wir müssen los. Moment, und was ist mit den Wachen? Ich habe ihnen Gebäck mit einer Schlafmitteltinktur gegeben. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Na los, bevor sie aufwachen. Warte! Wohin gehen wir? Wo ist der Haken? Haken? Sie hat dich vor dem Rat verteidigt. Und momentan hast du ohnehin keine Wahl. Hast recht. Na schön, egal wo es hingeht, ich muss was futtern. Welch glückliche Fügung. Na aber hallo. Hast du etwas gesagt? Was? Nö, bitte ich nicht. Hier. Die Invasoren, Kapitel 3. Schon witzig, wie die kleine Armberge, also Reif, immer wieder dafür sorgt, dass der Charakter in so kleine Bredouillen tritt. Okay? Ich meine, du kriegst doch sicher einen Haufen Ärger. Mach dir keine Sorgen. Und ich konnte nicht einfach dabei zusehen, wie sie dir Unrecht antaten. Die den Prozess geleitet haben. Wer war das? Du meinst den Rat von Sipor? Sie regieren unsere Stadt. Und sie legen jeden Streit bei. Gewaltenteilung ist echt nicht so euer Ding, was? Effizient. Wie du siehst, leidet das Land. Alles, was die Verderbnis berührt, zerbricht. Ja. Das habe ich gemerkt. Ist echt abgefuckt da drin. Unwirtlich. Wohl wahr. Ethia ist fast verloren. Wo kommt der Bruchshit denn her, hm? Ich erzähle es dir bald. Wir müssen weiter. Na gut, dann gehen wir weiter. Der Bruch. Haben wir wieder was zum Lesen? Aha, die Kapuze, die wir gerade haben. Gestrandet. Genau, mit dem Drachenkampf. Wo genau führst du mich hin? Wir sind auf dem Weg in die Unterstadt. Die Unterstadt? Klar. Wieso warst du überhaupt im Gerichtssaal? Es war seit vielen Jahren niemand mehr von außerhalb in der Stadt. Alle hier sind neugierig, wer du bist. Kaum da und schon berüchtigt. Typisch. Genau. Also, nach diesem Bruch-Shit. Sagen wir einfach der Bruch. Nachdem der Bruch geschah, mussten alle aus ihren Dörfern fliehen. Sir Paul ist die letzte Bastion. Alter. Ich schlage vor, die Hauptstraßen zu meiden. Das ist etwas unauffälliger. Wir sollten die Hauptstraßen lieber meiden, um nicht erkannt zu werden. Das stimmt. Wow, schick, schick. Geile Nobelschuppen. Das sind die Häuser der Oberschicht. Ah, ja, die Upper East Side. Wir sind im nördlichen Stadtteil. Im Nordosten, Upper East Side. Yeah. Schwärmt aus! Weit kann sie nicht sein! Scheinbar wurde deine Flucht bemerkt. Bleib in den Schatten und spute dich. Bleib in den Schatten. Gute Idee. Nimm dir ein Beispiel an ihr.
Sie schätzt meine Ideen. Na dann weiter. Na los, hau schon ab, du Soldat. Dreh dir weg. Nun bist du sicher. Ah, danke. Ich wohne hier in der Nähe. Komm, ich hab Essen. Das war nicht gerade ein überschwängliches Danke. Niemand hilft anderen, ohne was dafür zu wollen. Ich bin misstrauisch. Vertraust du mir? Nö. Du und ich, das ist wohl eher ein Zwangsbündnis. Ich könnte dich nicht loswerden, selbst wenn ich wollte. Sie hat ihr Leben riskiert, um dich aus dieser Zelle zu holen. Das hat sie. Und sie hat was zu futtern versprochen. Und du bist nicht neugierig, was sie will? Welch spannendes Rätsel. Was zu essen fände ich gerade spannender. Hier sind wir unter uns. Ich bin Ordin Keen. Tochter von Robian und Callista Keen. Ich bin Frey Holland. Tochter von, was weiß ich wem. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist okay. Schnee von gestern. Schwamm drüber. Lügnerin. Mein Vater war ein namhafter Kognoszent. Kokos was? Kognoszent. Ich verstehe sowieso nur Bahnhof. Gehopft wie gesprungen. Du bist seltsam, Frey. Kognoszenten sind hochrespektierte Gelehrte hier in Ethia. Und meine Mutter war Generalin. Puh, das sind mal große Fußstapfen. Moment, war? Ich war fast mein ganzes Leben lang allein. Ich weiß, wie das ist. Ich habe keine Eltern. Nur ein paar Pflegeeltern, aber das war nie von Dauer. Dann findest du bestimmt auch, dass wir die Arschkarte haben? Dass wir helfen müssen. Gehopft wie gesprungen. Hier wohne ich. Du lebst in der Bar? Darüber. Ich mag dich immer mehr. Also gibt's was zu futtern? Den hattest du die ganze Zeit? Ich wollte, dass du mit mir kommst, Frey Holland. Tochter von was weiß ich wem. Sag einfach Frey und wirklich smart. Tja, danke für den Ausbruch, Lady, und den Apfel, aber hier trennen sich unsere Wege. Bitte warte! Hilf mir bitte, meine Heimat zu retten. Ah, ist Rätsels Lösung. Tja, ohne mich. Der Bogen aus Licht und dieses Rauschen. Sie brachten dich her, richtig? Du willst zurück nach Hause, oder? Vielleicht kann ich dir helfen. Ein Drink, dann hau ich ab, okay? So schaut's aus.
schick. Wie in so einer Mittelalter-Spelunke. Hey! Entschuldigung, war ein Versehen. Her damit! Na los! Wird nicht geklaut. Genau. Zweite Regel beim Klauen. Nie die Beute zurückgeben. Und die erste? Nicht erwischen lassen. Dich nicht kriegen. Was ist das überhaupt? Hier ist es wertloser Schrott. Wenn es nichts wert ist, warum kann ich es nicht haben? Netter Versuch, Zwerg. Zieh ab! Was hier mal auffällt. Ein Krug feinsten Gerstensaft, guter Mann. Unser Charakter hat leichte Narben im Gesicht. Von dem Häuserbrand in der ersten Folge. Schon die ganze Zeit. Keine halben Sachen. Okay, lass hören. Das Bierchen hält nicht lange. Mein Vater erforschte das Phänomen der sogenannten Toraner sehr ausführlich. Toraner? Der Tunnel aus Licht, durch den du kamst. Seine Schriften liefern vielleicht Antworten. Ich könnte sie dir zeigen. Und... Wusste ich's doch. Zum Ausgleich bringst du mir seine Aufzeichnungen über den Bruch. Sie sind... Auch im Bruch, hä? Du scheinst ja gegen ihn immun zu sein. Sieht so aus. Viele haben sich schon aus der Stadt gewagt, aber... Niemand kommt weit bevor... Bevor was? Du bist unsere einzige Hoffnung. Du bist anders. Okay, du kennst mich offenbar nicht. Ich weiß nicht. Komm, ich zeig's dir. Und danke. Ich hab nicht Ja gesagt. Ja, würde ich sagen, hier verabschiede ich mich aus der Folge. Naja, möglich ist alles. Genau, möglich ist alles. Das ist auch eine Chance. Ich will nicht zurück in diese Höllenlandschaft. Ach, du machst das schon. Schließlich bin ich ja bei dir. Wie tröstlich. Genau, und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei in der nächsten Folge. Denn das ist jetzt das Ende von Folge Nummer 3. Ja. Wie gesagt, immer fleißig kommentieren, ruhig Anregungen und so weiter, Kommentare dalassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.